früher haben wir ja den Wetterballon in die Stratosphäre geschickt und euch da ein paar spektakuläre Bilder besorgt. Und jetzt haben wir überlegt, was können wir denn als nächstes Neues machen? Haben wir nicht lange überlegt und haben uns entschieden für ein Hovercraft. Was braucht man für ein Hovercraft? Klar, Luft. Aber keine heiße Luft, sondern ordentlich Power. Die haben wir uns besorgt in Form von 225B Husqvarna Laubbläsern. Allerdings brauchen wir für das Hovercraft auch noch ein bisschen mehr als Laubbläser und deswegen gehen wir jetzt erstmal einkaufen. Die Luft wird vom Laubbläser angesaugt und geht in die Taschen, die aus Teichfolie gemacht sind, entweicht dort durch Löcher in einen Hohlraum, der sich dann zwischen dem Hovercraft und dem Boden bilden soll und geht dann seitlich links und rechts raus, sodass man einen Luftfilm zwischen dem Hovercraft und der Erde hat. Bearbeitet. Wir haben die Ecken entfernt an allen Seiten aus dem einfachen Grund, weil wir dadurch die Folie besser an der Grundplatte fixieren können. Jetzt ist die Frage, wie groß machen wir die Unterplatte? In Englisch underbowden plate. Mit der wir die Folie unter der Grundplatte fixieren wollen. Ihr seht vielleicht schon, die Rohre zeigen allerdings nicht senkrecht runter, so wie wir das gerne haben wollen. Und die Rohre, die wir haben, sind zu klein. Also, Frage, wie lösen wir dieses Problem? Saftflaschen. Die sind nämlich wunderbar konisch geformt hier vorne. Das eine Ende wird so gestutzt, dass es hier drauf passt. Und das andere Ende wird so gestutzt, dass sie hier reinpassen. Und dadurch haben wir dann einen konischen Adapter. Jetzt geht es daran, dieses konische Teil zu formen. Konisch. Kone. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Man könnte ja mal ausrechnen. Nein, der Teil ist einfach dran und dann wird da abgedingsbummst. Hört sich sehr professionell an. Die Pullover und so weiter machen. Ich kann rausziehen. So, jetzt hat es ein bisschen geregnet, aber kein Problem. Wir sind kurzfristig in die Garage umgezogen und machen jetzt sofort weiter mit der Plane. Genau, und zwar hier ist ja die Grundplatte, wie ihr sie von gestern noch kennt. Und das hier ist, was ist denn nochmal? Genau, Teichfolie ist das, und zwar 0,5 mm dick. Sollte also auch ein paar Schrauber über den Boden aushalten. Halt egal, oder? Das sieht aus, was aus. Okay. Wir brauchen ein sehr ästhetisches Hovercraft. Okay.
es darum, hier drumherum überall ein paar kleine Löcher reinzustanzen. Max, was machst du da? Keine Ahnung. Ich sehe das ja nicht so richtig. Das ist kein Problem. Arsch ist das. Max, weißt du, dass dein Rücken ganz dreckig ist? Nee. Was hast du denn da reingetan? Soll ich mal machen? Halt mal fest. Also, riech fest. Siehst du, ging doch. Die Laubbläsern von Husqvarna sind Zweitaktmotoren verbaut. Deswegen müssen wir jetzt noch den Sprit mit Zweitakt Motoröl vermischen. Positionieren jetzt die Laubbläser, benutzen unser ausgeklügeltes Rohrsystem und werden die Luft vom Laubbläser sofort in unser Hovercraft leiten. Festigen die Laubbläser, indem wir hier Draht umgelegt haben. Der wird dann verzwirbelt, dann kommt eine Schraube und dann wird er wieder verzwirbelt und das Ganze wird dann reingeschraubt, die Schraube.